Hallöchen, meine lieben Freunde. Ich dachte, es wäre ganz cool, ins Bild zu laufen, aber ob es jetzt wirklich so cool war, weiß ich nicht. Ich hoffe, euch geht's gut, meine lieben Freunde. Das hier wird das letzte Video im Jahr 2022 sein. Ist schon echt crazy. Das Jahr ging unfassbar schnell um, so wie jedes Jahr eigentlich. Als allererstes möchte ich sagen, dass ich unfassbar stolz auf mich bin, dass ich den Dezember durchgezogen habe mit den Daily Vlogs. Aber komm, das war doch Kindergarten. Ich habe schon 250 Daily Vlogs am Stück geschafft. Deswegen also 31 Daily Vlogs waren noch ganz okay. Ich möchte nicht, dass das Video lang wird, deswegen komme ich direkt zum Thema. Und zwar Thema Daily Vlogs. Ich glaube, jeder möchte wissen, ob ich mit den Daily Vlogs weitermache. Ich würde sagen, bei Daily Vlogs gibt es viele Nachteile und Vorteile, aber mehr Nachteile, weil es ist halt so, es gibt viele Tage, die ziemlich stressig sind, weil mal funktioniert das nicht, dann das nicht, dann das nicht und dann kriegt man totale Kopfschmerzen und das passiert wirklich oft bei Daily Vlogs. Ja, man hat nicht so viel Zeit für sich. Ich führe ja auch eine Beziehung mit dem lieben Luis und ich habe auch gemerkt, dass ich schon weniger Zeit mit ihm verbracht habe, also im Dezember jetzt, wo ich die Daily Vlogs gemacht habe. Aber ich denke mir auch so, ich kann es eigentlich besser machen, weil ich habe immer lange geschlafen, ich habe immer alles auf den letzten Drücker gemacht. Also ich habe es auf jeden Fall wie früher gemacht, aber so möchte ich das nicht mehr machen. Ja, jetzt habe ich es auch schon ausgesprochen. Ich möchte sehr gerne mit den Daily Vlogs weitermachen, weil ich weiß, dass ihr das feiert. Ihr schreibt mir das täglich auf Instagram. Also ich kriege so viele Nachrichten, so viele Kommentare von euch wie: Oh mein Gott, ich liebe deine Daily Vlogs, deine Vlogs retten meinen Abend und was weiß ich. Und das macht mich unfassbar glücklich, sowas zu lesen. Ich habe das Gefühl, ich bin für Daily Vlogs geboren. I don't know. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht einfach wieder aufhören. Ich meine, ich habe jetzt gerade angefangen, 31 Tage durchgezogen und ich kann doch jetzt nicht einfach wieder einen Cut setzen. Das geht nicht. Also jetzt mal wirklich. Ich hoffe, es ist okay für euch, aber ich glaube, es wird okay für euch sein. Ich freue mich auf die Zeit nächstes Jahr und ach ja, jetzt habe ich gar nicht gesagt, wie lange ich Daily Vlogs machen möchte. Ich möchte es so lange machen, bis es einfach nicht mehr geht oder bis irgendwann so ein Tag kommt, wo ich mir denke, ey, ich muss aufhören, weil es geht schon so an meine Grenze. Wisst ihr, was ich meine? Weil jetzt geht es eigentlich noch so voll klar und ich bin eigentlich noch vollkommen zufrieden damit. Also da muss ich halt wirklich richtig an meine Grenze gehen. Wann das passiert, kann ich euch nicht sagen. Das war es jetzt erstmal zum Thema Daily Vlogs und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz was sagen, bevor das Jahr 2022 endet. Danke für euren ganzen Support dieses Jahr. Das Jahr 2022 war für mich wirklich unfassbar schön, weil ich das Jahr mit dem Luis verbracht habe. Es gab dieses Jahr natürlich viele Hochs und Tiefs, aber das ist normal. Es ist vollkommen normal, dass es auch mal Tiefs gibt. Das habe ich auf jeden Fall im Jahr 2021 gelernt, weil das Jahr war nicht so toll. Aber ja, dann kam halt Luis in mein Leben rein und dann ging es auf jeden Fall bergauf. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach nur Danke sagen. Ich freue mich unfassbar auf das Jahr 2023. Ich habe jetzt schon so viel geplant. Also macht euch auf etwas gefasst. Es wird richtig, 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 richtig nice. Genau, wie ihr seht, habe ich mich auch schon für den Abend ready gemacht. Für mich geht's auch gleich los und ich würde sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Morgen kommt auf jeden Fall ein Silvester-Vlog online. Ich weiß nicht, was dabei rumkommt heute Abend. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie gut hin, aber werdet ihr dann ja morgen sehen. Das war's von meiner Seite. Wenn ihr noch was in die Kommentare schreiben wollt, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen. Und dann sehen wir uns morgen im Jahr 2023 wieder.